Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Age of Engineering. Natürlich mit mir, eurem Sunny. So, und da wir in der Mining-Welt starten, haben wir hier den Vorteil, da steht die Welt, die Sonne die ganze Zeit anscheinend ganz oben in der Mitte. Was eigentlich echt cool ist, weil ja, dadurch ist hier eigentlich immer Licht und ich finde das eine sehr interessante Sache auf jeden Fall. Also passt auf. Also ich habe mich halt mal ein bisschen erkundigt und hab mir halt angeguckt, wie das ist und habe halt auch sag schon. Eventuell war ich ganz kurz gerade weg. Entschuldigt. In das Wiki von IC2. Und da ist es halt so, dass ich nichts dazu gefunden habe. Aber, und zwar, dass es halt wurde, der Punkt, das habe ich dann über ein Let's Play, was ein anderer gemacht hat, halt ein englischsprachiger, ich muss jetzt zugeben, ich weiß jetzt leider nicht genau, wer das war. Da habe ich dann herausgefunden, dass das Ding sich hier halt einfach erstmal komplett vollladen muss und dann funktioniert es halt auch. Und der hat jetzt auch wieder volle Durability. Ich glaube, also ich habe auch nachgelesen, der soll gar keine Durability eigentlich verlieren. Ich vermute dann, dass es doch an die Ladung gekappt oder sowas. So, um das Ding jetzt anzumachen, passt auf. Machen wir jetzt einfach den hier. Jetzt kommt die Energie von hier ja darüber. Jetzt wird er hier grün und jetzt müsste der sich eigentlich mit dieser Mining Pipe, seht ihr, da nach unten bohren. Können uns das noch weiter angucken? So. Ich habe doch hier die Schaufel. Genau. So. Und dann bohrt er sich jetzt tatsächlich nach unten. Und, also, ich weiß jetzt nicht so genau. Entweder 7x7 oder 5x5 oder sowas. In dem Bereich kann halt dieser OD-Scanner scannen. Das bedeutet für uns, wenn wir hier hinklicken, er sieht das hier. Allerdings weiß ich nicht, wie tief. Ich glaube nicht bis ganz nach unten, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles ist, was hier in dem Bereich ist. Ja. Und, ja, dementsprechend, jetzt ist allerdings der Punkt, das Ding verbraucht wohl so 2, 3 EU. Mit der Pumpe vielleicht ein bisschen mehr, aber garantiert nicht viel, weil die Pumpe wird halt erst dann aktiv, wenn er auf Wasser oder auf Lava trifft, ja. Und erst wenn er auf Wasser oder Lava trifft, dann wird es halt interessant, weil erst dann, eigentlich sollte er das in die Kiste packen. Vielleicht erst, wenn er voll ist. Mal gucken. Müssen wir mal ausprobieren. Vielleicht muss ich ihn auf die andere Seite stellen oder so. So, dann sollte die Pumpe, soweit ich weiß, aktiv werden. Wasser, wenn ich das richtig verstanden habe, wird dabei vernichtet und Lava sollte dann in dem Tank landen. Ja, gut, jetzt brauchen wir halt nicht unbedingt Lava, aber Lava wird halt nicht vernichtet, also muss ich dann Tank hinsetzen. Wie wir dann was aus diesem Tank rauskriegen, muss ich noch gucken. Wir werden sehen. Irgendwann werden wir es schon herausfinden. So, allerdings war ich dann halt am Überlegen, das ist mir hier eigentlich zu nervig. Wie gesagt, das Ding produziert 10, das hier verbraucht 2, 3. Das heißt, ich müsste wieder eine Batterie dazwischen schalten, das, jenes. Und wie ich schon am Eingangs erwähnt habe, soweit ich das mitbekommen habe, ist hier einfach immer, immer Sonne. Das heißt, ehrlich gesagt, wir bauen hier extra für diese Stelle doch mal rasch eine Solarzelle. Und genau, das mache ich jetzt mal rasch. Oh, ist es dunkel? Hier drüben. Ach komm, hör auf zu ruckeln. Naja, gut, wir sind gerade in den anderen Bereich hereingegangen. Da ist das, glaube ich, zu erwarten, dass es ein klein bisschen ruckelt. Grundsätzlich glaube ich, dass es mit den neuen Einstellungen deutlich besser ist. Ob es jetzt halt vor allem an Optifine liegt oder ob das mehr an daran liegt, dass ich jetzt halt den mehr RAM freigegeben habe, das weiß ich nicht so genau. Und ich bin sogar vorbereitet. Also, was wir dafür brauchen, ist Coal Dust, den haben wir schon mal hergestellt. Wir brauchen Electrical Circuit und wir brauchen einen Generator. Und voilà, wir haben ein Solarpanel. Bam! Wir haben unser Solarpanel. Und damit können wir wieder zurückgehen. Ich hab's vorbereitet. Na krass. Ich hab's vorbereitet. Wollte ich noch irgendwas? Moment, nee, jetzt erstmal nicht. Jetzt erstmal gucken, dass wir wieder zurückkommen. So. Na gut. Wer auch immer da rumhüpft. So. Das Ding darf man auch nicht einfach so abbauen. Ne? Also bei dem Generator, da konnte ich den ja einfach so abbauen.
Aber das Ding darf man nicht so einfach so abbauen, dann bekommt man nämlich auch noch einen Generator raus. So, und ihr seht jetzt schon, der hat jetzt, na gut, der ist jetzt halt mega langsam, ne? Wäre halt besser, ich stelle hier so drei oder, ja, drei Stück sollten etwa reichen, ne? Ein Glück. Ich habe mal drei Stück vorbereitet. So, ich sehe gerade, ganz perfekt ist es nicht. Aber, ja, vier sollte ich machen, damit er nicht stottert wahrscheinlich. Das ist ja doof. Na gut, dann, also wir lassen es erstmal dabei. Ich glaube, ich habe jetzt, langsam werden mir auch die Ressourcen ein bisschen knapp. Und wenn wir nicht hier stehen, dann stört mich auch dieses Staccato-Geräusch nicht. Ein Problem, was ich halt sehe, ist, gut, ja, er packt ja die Pipes hier rein. Ich hätte eigentlich erwartet, dass er die halt hier in das Ding reinpackt. Muss ich den vielleicht oben drauf stellen? Ist das vielleicht sinnvoller? Oder hier? Tja, also unten drunter kann ich es ja schlecht stellen. Also, vielleicht macht das ja erst, wenn er voll ist. Na gut, also das Geräusch nervt mich eh. Ich werde das jetzt einfach mal laufen lassen. Der Chunk hier ist geclaimed, hoffe ich doch. Hör auf, mich wegzuschieben. Nein, ist nicht geclaimed. Habe ich das nicht das letzte Mal gemacht? So. Chunk geclaimed und geladen. Das heißt, er sollte die ganze Zeit durcharbeiten, auch wenn wir jetzt halt in der anderen Welt sind. Das sorgt natürlich dafür, dass ein bisschen mehr Ressourcen von meinem PC gezogen werden, aber ich denke mal, das sollte noch machbar sein. So, dann wollen wir mal weiter. Ja, das heißt, jetzt stürzen wir uns auf das, was uns hauptsächlich interessiert, nämlich eigentlich hier mal umbauen. Und ja, also wie gesagt, meine Planung wäre an und für sich hier halt so eine Brücke halt rüber zu bauen. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wo am günstigsten. Hier haben wir die Eingänge zu der Mine sozusagen, also zum Nether-Portal. Hier haben wir zu der Mine. Und dann würde ich vorschlagen, dann machen wir hier so. Was habe ich hier eigentlich für eine Schaufel? Das ist tatsächlich sogar eine aus dem. Aus Dings. Dann würde ich hier das lang machen. Dann muss das Feld halt gleich weichen. Ja, dann machen wir hier so einen Weg lang. Lustig, das ist doch eigentlich die Schaufel, die den Effekt hat. Cool. Das ist sehr lustig. Ist jetzt gerade genau falsch rum, oder? Zuhauen tut er mit der Schaufel und. Hä? Faszinierend. Okay, was auch immer. Es funktioniert jetzt. Also, ehrlich gesagt, dieser Grass Pass, der gefällt mir halt einfach nicht. Ich denke, wir werden dann einen anderen Weg nehmen. Deswegen werde ich mal ein paar Sachen zusammensuchen. Also ich habe ein paar Cleanstone hergestellt. Nur so ein bisschen was. Und wenn alle Stricke reißen, hätten wir da ja eine Menge von dem Hardened Stone. Ne? Das heißt, wir könnten mit dem Hardened Stone arbeiten. Wir könnten mit dem Cleanstone arbeiten. Ich nehme mir mal ein bisschen Cleanstone. Ich nehme mir mal. Nee, Hardened Stone will ich nicht. Ich kann mir ja mal gran. Obwohl, wir haben davon nicht genug, um einen vernünftigen Weg auszulegen. Gravel auf gar keinen Fall genug. Kann ich eigentlich Gravel irgendwie herstellen? Gravel aus Compressed Gravel. Das ist ja super aus dem Crusher aus Cobblestone. Nein. Auch aus so einem Crusher. Für den gibt es gar kein Rezept. Okay, aber den Crusher, den gibt es hoffentlich. Aber das würde mich echt enttäuschen, wenn es den Crusher nicht gibt. Moment mal, ich muss mal husten. So, da bin ich wieder. Dann haben wir den Industrial Centrifuge. Okay, den könnten wir theoretisch aber. Na, also, ihr habt es gesehen. Ich glaube, das. Was war denn das andere? Verdammt. Das war der hier, ne? Centrifuge. Und der ist aus Dirt. Aus Dirt kommt Gravel. Ja, gut. Aus dem Squeezer, aber boah, ich glaube nicht, dass ich einen Stack reinpacken kann, ne? Wir konnten immer nur einzeln reinpacken und die Arbeit mir zu machen mit dem Squeezer, ich sage, man kann den irgendwie automatisieren, aber ich glaube nicht. Ja, ich kann nur drauf rumjumpen und ganz ehrlich, nee.
Aus Sand könnte ich es herstellen, das macht mir, hilft mir auch nicht so wahnsinnig viel. Ein Crusher von Mechanism, den gibt es wenigstens. Da brauche ich aber ein Steel Casing für. Age 12 hat sich also erledigt. Dann bräuchte ich mal, damit wir gucken können, was sich da lohnt und so. Wir haben Cobblestone, wir haben Cleanstone, wir haben. Ja, Holz haben wir auch eine ganze Menge mittlerweile. Chisel. Chisel. So, da gibt es natürlich jetzt wieder verschiedene. Chisel and Bits natürlich. Den will ich jetzt aber nicht. Es gibt den normalen Chisel. Oh, da brauche ich Eisen für. Es gibt einen mit Diamant. Und es gibt einen Eye Chisel. Was macht der? Wo ist jetzt der Unterschied zwischen dem und dem? Ehrlich gesagt, dann bin ich tatsächlich, tendiere ich tatsächlich dazu, einfach mal einen Diamanten dafür zu verwenden, als tatsächlich unser im Moment doch recht rares Eisen. Obwohl, ich habe jetzt hier mal ein bisschen Eisen durchlaufen lassen. Zack. Dann können wir hier auch gleich wieder nachpacken. Sekunde. Also ich glaube, das ist zwar nicht perfekt, aber ich glaube, das funktioniert ganz gut, dass wir hier so stückchenweise halt die Sachen machen. Das ist schon in Ordnung. Wie gesagt, beim besten Willen nicht perfekt. Und ich glaube, ich sollte hier zum Füttern mal einen Hopper ranmachen. Ich glaube, das wäre schon sinnvoll. Ich meine, den werden wir hier nicht ewig verwenden, aber irgendwie wäre der doch halt sinnvoll. Und wir sollten unbedingt ein paar Transferpipes machen. So, und so eine Note, so ein Transfer-Note. Das sollten wir auch noch machen, eigentlich. Und einen Excavator. Und einen Mattock. Okay. Mattock und Excavator zuerst. Ich denke mal, wir haben genug Aluminium da, um nebenher mal rasch ein oder zwei Hopper machen zu können. Ja, das sollte hinhauen. Das geht sogar echt fix wahrscheinlich. Sekunde, machen wir das hier. Zack. Zack. So. Und so, dann haben wir zwei Stück. Voilà. Irgendwann werden wir sie auf jeden Fall brauchen. Einen brauchen wir auf jeden Fall später, um den automatisierten Steel Furnace zu machen. Aber wir haben 10 Blöcke Stahl. Wir haben hier noch 8 Stahl. Also, wenn wir mal ehrlich sind, wovon wir echt was haben, ist Stahl. Was? Das ist ja doof. Das ist unterschiedlicher Stahl. Wartet mal. Da funktioniert normalerweise ein kleiner Trick bei den meisten Situationen. Zack, dann kann ich nämlich wieder einen Stahlblock draus machen. Und aus den Stahlblock kann ich dann wieder die Dinger machen. Und das sind dann nämlich die gleichen. Voilà, das hat funktioniert. Sehr gut, dann stacken die nämlich. Okay, cool. So, damit können wir das hier ein bisschen beschleunigen, indem wir sagen, hey, gib mal das ganze Crushed Iron Ore her und schmeiß das mal da rein. Ha. Das ist ja doof. Ich komme da jetzt schon nicht mehr ran. Das ist ja jetzt richtig doof, weil ich kann da nicht mehr reingucken. Ha. Der ist ja eine richtig doofe Automatisierung an der Stelle. Verdammt, das wollte ich jetzt nur garantiert nicht da hinsetzen. Ah, wie mache ich denn das? Ja gut. Sieht nicht hübsch aus, funktioniert aber. So. Das ist jetzt wirklich doof. Das ist so richtig doof. Aber wie gesagt, ich will jetzt hier eigentlich mehr oder weniger nur noch kurzzeitig sein. Und dann will ich hier wegziehen, sozusagen. Und dafür bereiten wir dann jetzt mal den Mattock. Und den Mattock und den, sag schon, den Excavator vor. So. Excavator. So, da brauchen wir wieder eine Platte. Die machen wir wieder aus Bronze am besten. Tuff und sowas wieder wie üblich. Und
Dann brauchen wir den großen, diesen großen Kopf. Das wäre der hier. So. Dann brauchen wir vor dem großen Kopf natürlich wieder das hier. So. Und fürs Mattock müssen wir gleich mal gucken, was wir da dann brauchen. So. Und ach so, noch was, was ich dann gleich mal mache, ist so und so. Das ist ja doof. Moment. So. Und warum waren da? So. Ich hoffe, der ist jetzt in die Richtung gegangen. Ja, ist er. Gut. So. Und dann nutzen wir das nämlich nachher, um Sachen gezielt in Brickform rausfließen zu lassen. Dann kann ich das hier nämlich so ein bisschen automatisieren. Da brauche ich dann nur noch mal eine Truhe für. So, dann kann ich da nämlich die Sachen direkt reinfließen lassen. Dann brauchen wir eine Redstone Clock am besten, denke ich mal. Redstone. Redstone Clock. Redstone Block, Redstone. Das da, Redstone Clock. Dafür brauche ich mega wenig, ehrlich gesagt. Und müsste ich sogar fast alles da haben, ne? Ich hatte doch da die Torch. 1, 2, 3, 4. Und hatte ich nicht auch noch irgendwo einen Lever, den ich brauche? So war das. Zack. Mal gucken, habe ich hier irgendwo noch einen Lever? Ach ne, den habe ich ja draußen verwendet. Alles gut, okay. Da brauche ich tatsächlich einen neuen. So. Zack. Und so rum, ne? Ja. Okay. Gut. Dann habe ich alles Notwendige. Was habe ich denn jetzt aktiviert? Sekunde, bevor ich jetzt irgendwie Blödsinn mache. Eisen. Ach, genau vier. Das ist ja doof. Das ist ja doof. Machen wir es mit Kobalt. Ein Kobaltblock hätte ich ja auf jeden Fall gerne. So, dann fließt es nämlich sofort raus. Und zack, ist aus. Okay, super. Und der wird dann nämlich da gleich reingezogen. Perfekt. Genau so wollte ich das haben. Jetzt stellen wir um auf Aluminium Brass. Davon sollten wir dann auch ein bisschen was wahrscheinlich nochmal nachmachen. Weil irgendwas brauchen wir bestimmt nochmal. Haben wir noch Aluminium da? Nicht gecrushed. Aber hier habe ich noch ein bisschen Aluminium. Ja, Copper können wir auch nochmal ein bisschen was crushen. Zumal ich hier auch nochmal Bronze brauche. Es fällt mir jetzt gerade ein. Dafür brauche ich auch nochmal Tin dann. So, fangen wir mit dem Aluminium an. Ach so. Bin ja doof. Dann brauche ich natürlich weniger Tin, wenn ich es schon mit dem Zeug habe. So, ist. Dann machen wir wieder Iron an. So. Zack. Also, ihr seht schon, es wird so langsam hier ein bisschen automatisiert, aber es wird auch, ist auch mega hässlich und eng und nicht schön und es ist dunkel. Ich komme jetzt irgendwie nicht so richtig dazu, endlich mal mit dem Bauen da vorne anzufangen. Bin noch mit so viel Kleinscheiß beschäftigt gerade. Die Schaufel ist auch so doof eigentlich, die ich hier die ganze Zeit mit mir rumschleppe. So. Da. So, wir waren beim Mattock beschäftigt und beim Excavator. Für das Mattock brauche ich den Shovelhead und die Axt. Okay, Shovelhead habe ich, glaube ich, auch noch nicht, ne? Nicht als Form. Und die Axt auch nicht? Anscheinend. Na gut, dann brauchen wir die Axt und den Shovelhead. Gut, dass wir gerade ein bisschen Aluminium machen, apropos. Zack. Und zack. Obwohl, brauchen wir so viel Aluminium?
Ist schon durch. Naja, egal. Wie viel? Noch ein Block. Sehr gut. Zack. Dann brauchen wir hier. Mache ich so. Und hier brauchen wir Kobalt für das Ding. Sehr gut. Das gehört ja zum Excavator. Ah, eine gute Frage. Mache ich lieber den Axtkopf aus Kobalt oder lieber das andere Ding? Weil beides lohnt sich nicht. Jetzt ist die Frage, will ich lieber schnell graben oder lieber Holz abhacken? Ich kann eigentlich, ich denke mal, ich mache lieber Holz abhacken, weil für große Flächen werde ich den Excavator benutzen. Sowieso. Und für kleine Flächen werde ich dann den Mattock benutzen. Und ich mache da einfach nochmal ein bisschen Redstone drauf. Dann ist das gehastet. Und dann ist das auch super eigentlich. So. Bist du hier schon so weit durch? Na, noch nicht ganz. Das können wir schon mal einfach mit reinschmeißen. Obwohl das vielleicht ein bisschen viel ist, was ich da jetzt drin habe, ne? An Aluminium. Ich ziehe mal einfach ein bisschen Aluminium raus. Sekunde mal. So. Jetzt ziehe ich einfach mal zwei raus. Und dann schmeiße ich mal das Crushed Ore hier mit rein. Du, komm, bist doch gleich fertig hier. Jetzt zieh dich mal nicht so. So, da müssen wir auch gleich mal dann gucken gehen, wie es aussieht mit dem, ob unser Versuch, kleiner Versuch mit dem Dings geklappt hat. Mit der Bergbaumaschine sozusagen. Wie gesagt, die produziert da natürlich deutlich weniger Ressourcen, muss man ganz ehrlich sagen. Aluminium Brass. Okay, wir haben relativ viel Aluminium Brass. Und wir haben auch noch Kupfer. Wir haben auch kein Aluminium mehr. Okay, da muss ich ein Aluminium mit reinschmeißen. Moment. Ich habe jetzt zugegebenermaßen nicht darauf geachtet, wie da das Verhältnis ist. Hätte ich mal machen sollen. Moment. War das irgendwie anders? Aluminium Brass. Aluminium Brass Item Frame. Das macht total Sinn, ja. Nein, nein. Hä? Wie stelle ich das Ding hier her? So, Smelting. Was? Nein, Alloying. Ah, wollt ihr mich jetzt hier gerade. Hä? Was? Was? Molten Gold? Nein! Was? Ich guck mal nur nach Brass. So, Brass. Molten Aluminium Brass. So, und das wird hergestellt. Sagt er mir nicht. Zu dem hier, sagt er mir was? Smelting? Alloying. Ach, ein Kupfer, drei Aluminium. Na gut, dann passt das ja jetzt. Dann sollte sich ja jetzt alles umgewandelt haben. Ja, perfekt, okay. So, dann brauchen wir den Shovelhead und den Axehead. Zack, zack. Okay. Dann brauche ich jetzt vor allem noch Bronze gleich. Mal gucken, wie viel Kupfer wir jetzt hier drin haben noch. Weil da ist ja das Verhältnis anders. Da brauchen wir ja drei Kupfer auf ein Aluminium. Und mal gucken, Bronze. Ja, wir haben auf jeden Fall ein bisschen Bronze. Auf jeden Fall genug für unsere Large Plate. So. Ich habe doch Aluminium angemacht, ja. So, und ja, was hatte ich gesagt für den Shovelhead? Da wollte ich dann Bronze benutzen, glaube ich. Für das andere benutze ich dann Kobalt. So. Ja, für den Axehead dann den Kobalt. So.
Zack. Das kann hier auch mal raus. Das da rein, das rein, das, das. Ich glaube, ich bin soweit durch, ne? Zack. Davon nehme ich mir wieder ein. Und pack den dahin. Wie gesagt, das werde ich dann vor allem verwenden, sobald ich hier eine ordentliche Menge an. Das werde ich dann mal offscreen machen. Ich werde hier Wasser reinkippen, ich werde hier Erde reinkippen und ich werde hier Stone reinkippen. Und dann machen wir mal ein bisschen Mud Bricks. Damit ich da mal das herstellen kann, was ich da gerne herstellen würde. So, dann brauchen wir jetzt noch für den Excavator. Wartet mal. Für den Excavator brauche ich noch Tough Two Rod und Tough Binding. Moment, wie viele Minuten nehme ich denn auf? 25. Okay, aber das kriegen wir noch hin. Und für den Mattock brauche ich normales Binding und Two Rod. Okay. So, dann kommt das hier raus. Dann kommt das da rein. Und zwar normale Two Rod. Normales Binding. Das kann man ja alles später austauschen, notfalls. Tough Binding und Tough Two Rod. So. Und dann haben wir jetzt den Excavator. Das Ding, das Ding, das und das. Und voilà. Wir haben einen Excavator. Und dann das Mattock mit dem, dem, dem und. Hä? Das ist ein Hatchet. Das hier ist das Mattock. Okay, da brauche ich kein Binding. Na gut. Okay, haben wir trotzdem alles, was wir wollen. Wir haben ein Wooden Binding. Boah, ich würde sagen, ich wünsche euch eine sonnige Verabschiedung. Ups, wie ist denn das passiert? Und wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und ja. Ja, ich kipp mal hier ein bisschen Wasser und Erde und sowas schon mal rein. Und nächste Folge fangen wir dann wirklich an, mal mit dem Bauen. Weil jetzt müsste ich, denke ich, mal alles vorbereitet haben, sodass ich das schnell machen kann. Und ja, dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und tschüss, euer Sunny.